einen Teil der Sachen gesichert. Das ist doch lächerlich. Was hattest du damit vor? Wie ich schon sagte, ich wollte die Sachen sichern. Hör auf zu lügen, du Idiot. Bring sie her. Leg den erstmal aufs Bett. Wenn es dunkel wird, fahr ihn zu Liberator. Und macht bloß nichts dreckig. Beeilt euch! Warte! Darüber! Los! Mal einen Stein. Wofür brauchst du den? Ein Transport für uns? Erst wenn alles soweit ist. Von wegen, dann stecken sie uns in Sikorskis Flugzeug und alles ist vorbei. Das wäre wohl am besten. Gralewski hat dich erkannt. Warum hast du es nicht gemeldet? Wir waren allein. Wir waren allein, sag ihm das. Ja? Dann hast du ihn wohl schon früher eingeweiht. Das ist nicht wahr. Ich habe Gralewski kein Wort gesagt. Warum dann so still?
hast doch gesagt, du wurdest angeschossen. Zeig doch mal her. Na los. Das sieht wirklich schlimm aus. Du musst dringend ins Krankenhaus. Kim. Hey, habt ihr das auch gehört? Was? Ein Schrei. Danke für die Zusammenarbeit. Die Wagen warten an der Kaserne. Sie fahren nicht? Ich war später. Ich habe auch was gehört. Das kam von da. Ich könnte schwören, dass da eben jemand geschrien hat. Halt die Klappe, du Schwuchtel. Was? Ich steige aus. Gute Vielen Idee. Dank, Alex. Du hast mir nichts gefallen. Steigst Danke. Du aus? Ich steige aus. Steigst du aus? Ja. Und jetzt? Rein mit euch. Los. Sie sind ja nicht normal. Keine Diskussion, Schätzchen. Mach schon, Bewegung. Seid ihr fertig? Das gefällt mir nicht. Gleich kommen die Kostüme. Bis 10 müsst ihr sie angezogen haben. Danach bringt man euch hier raus. Verstanden? Herein! Ich komme. Was ist denn das? Wer ist das? Wer ist das? Beruhig dich. Bitte, nicht Darauf bitte. Beruhig dich. Du sollst dich beruhigen. Halt die Klappe. Die wollen uns umbringen. An die Wand. Ganz ruhig. An die Wand. Die bringen uns um. Ganz ruhig, Sally. Was hat das alles zu bedeuten? Ganz ruhig. Wenn ihr das verlässt. Er wollte wirklich, dass sie hergebracht wird? So genau hat er es nicht gesagt. Wir sind ja einfach gefallen. Zieh mal das Kleid aus und bringt sie in Abschnitt D. Hier wird nicht geredet und nicht geglotzt. An die Wand mit euch. Der Wagen ist bereit. Die Dokumente des Generals sind auch im Wagen? Beeilen Sie sich. Der Gouverneur erwartet Sie. Ach ja? Tut er das? Ah. Das sind nur Briefe an seine Frau. Zufällig ausgewählt. Das ist nicht wahr. Nicht wahr. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Wo du bist, was du anhast. Wenn ich mir dich jetzt vorstellen würde, könnte ich wählen aus Hunderten von Gesten, Kopfbewegungen, Blicken. Ich habe eine große Sammlung Bilder von dir. Einen Film von deinem gesamten Wesen. Aber ich lasse das alles unangetastet. Wie ein wissenschaftliches Archiv. Wie eine Schublade voller Andenken, die man nie öffnet, weil sie einem zu wertvoll sind. Es geschieht nichts. Ganz ruhig. Hier.
Ich habe Briefe für dich von Yannick. Ich verstehe nicht. Natürlich, von Graleski. Ich verstehe immer noch nicht, tut Alicia. Mir leid. Alicia! Erkennst du mich nicht? Bolek, wir haben zusammen studiert. Ich habe immer gesagt, du bist das hübscheste Mädchen an der ganzen Uni. Hast du ihn getroffen? Ja, vor ein paar Monaten in den Pyrenäen. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Als ich ihn getroffen habe, wollte er nach Spanien. Aber das ist schon eine Weile her. Habt ihr nicht gehört? Hört ab, macht schon. General,